So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin Edition. In dem letzten Part, Leute, hatten wir das Team Versteck, Team Magma Versteck erforscht. Und wir hatten dort einiges gefunden, Items, TMs und Frauen. Ja, vor allem Frauen hatten wir gefunden, denn dort waren einige anzutreffen. Und von denen sehen wir jetzt auch nicht so viele. Scheint irgendwie selten zu sein in diesem Spiel. Naja, nicht wirklich, aber egal. Und außerdem hatten wir noch die gute Yuris besiegt. Ich nenne sie jetzt mal Schönheit Yuris, denn ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Vorgestellte ist oder eine... Keine Ahnung, also ich weiß nicht, welchen Titel sie so hat. Es könnte eine Vorgestellte sein, aber auch was anderes. So, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die sie sein könnte. Also einige Titel, die sie haben könnte. Oh mein Gott, ich laber scheiße. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt nach Moosbach City begeben. Ich glaube, ich hatte im letzten Part gefällt. Ich hatte gesagt, wir müssen uns nach Graphitport City begeben. Graphitport und nicht Moosbach. Ja, ich habe ein bisschen gefällt. Das lag aber daran, dass ich immer so einen Drang habe. Wenn ich mich in Segrasolb City befinde, denke ich immer, okay, das nächste, was passieren wird, ist Segrasolb. Ich muss dahin. Dort passiert was. Und vor allem, weil gesagt wurde, dass man sich zu so einem küstenartigen Gebiet begeben muss oder zu so einem Küstenstrand. Und ich dachte mir sofort, muss dingend sein, Graphitport, weil, Baum. Nee, dann hatte ich kurz nachgedacht und so, ja, dann kam auf einmal der Funken in meinem Kopf, so, boah, krass. Schwimmerin Monika, oh, die Monika. Auf jeden Fall, ja, ich bin so blöd, ne? Egal. Auf jeden Fall müssen wir uns nach Moosbach City begeben, denn dort erwartet uns schon der 7. Orden. Und den wollen wir ja unbedingt gerne haben, ja? Später können wir dann noch Mark und seine Gefolgsleute dann auch weiterhin jagen. Aber für den Moment müssen wir einfach das hier machen. Also, ja, hier schwimmen, auf dem Wasser stehen, Frauen bekämpfen, weil sie ein Bikini anhat. Und ja, Frauen mit Bikinis haben halt Rechte und so, denn die sehen heiß aus. Und ja, ich glaube, das gibt denen halt einen Grund oder... Es gibt ihnen halt Rechte, geiler zu sein als die anderen Menschen. Das macht keinen Sinn, ich laber scheiße. Die Monika wurde besiegt. Ja, wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen mehr Scheiße rede, denn ich hab irgendwie gerade voll Bock, Kacke zu labern. Und ich glaube, das ist gut. Tentoxa! Das sind zwei Zwillinge, oder ob es Zwillinge sind, kann ich jetzt nicht beweisen, ne? Aber ich glaube schon, dass sie so schon verwandt sind, so Schwester und Bruder, so weiß ich Bescheid. Schwimmer Leopold. Leopold oder Leopold klingt wie ein Löwe. Ah, stimmt, da gibt es ja dieses eine Pokémon. Ich weiß nicht, wie es gerade heißt. Auf jeden Fall bestimmt was mit Leo. Ah, es ist immer so ein Ding, die sechste Generation, ne? Ich vergesse die jedes Mal aufs Neue. Oh, das war blöd. Oh, Typenspiegel war jetzt sowas von blöd, Stern, du. Oh mein Gott. Das war so behindert. Ja, Typenspiegel ist eine Attacke, die es einem erlaubt, den Typ des Gegners auf sich zu übertragen. Und in dem Fall war das wirklich sehr blöd. Ich meine, es war wirklich sehr blöd. Es gibt wahrscheinlich Situationen, wo es vielleicht schlau ist, aber in dem Fall hier war das einfach nur so behindert. Ich meine, mein Pokémon ist ein Drachen-Pokémon und die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Drachenattacke einsetzen wird, ist... sehr groß. Und warum sollte man in so einer Situation nochmal Typenspiegel einsetzen? Ich würde dann eher zu Eistrahl rübergehen oder... Keine Ahnung, Sternschauer hätte es auch gemacht, aber warum Typenspiegel? By the way, seit wann gibt es Typenspiegel überhaupt? Also ich bin erst vor kurzem mit dieser Attacke vertraut geworden, ja, also... ich bin halt einem begegnet, der so ein Stami hatte. Ich glaube, das war im Kampfhaus, glaube ich sogar. Und der hatte dann, glaube ich, immer Typenspiegel eingesetzt und hat mich so oft getrollt. Das war Hardcore. Das war wirklich krasser Stoff. Hat mich auf jeden Fall sehr krass überrascht. Und ja, ich war nicht gerade positiv überrascht von der ganzen Sache, denn ich wurde getrollt die ganze Zeit. So ein Stami oder Stami hat mich die ganze Zeit getrollt. Es hatte die ganze Zeit meinen Pokémon wieder reingelegt. Ich hatte so ein Quajutsu. Und mein Quajutsu hat halt die Fähigkeit Wandlungskunst. Es wechselt also immer seinen Typ. Und dann kommt so ein Stami mit Typenspiegel und nimmt dann immer diesen Typ an,
wo ich halt gerade meinen Pokémon zu diesem Typen machen lassen werde. Boah, war das gerade Deutsch, Alter? Ich glaube, das war sowas, ja, könnte Deutsch gewesen sein eigentlich. Auf jeden Fall war das eine verkackte Situation. Also niemals mit einem Quajutsu gegen so ein Ding kämpfen. Kann einfach nicht gut enden. So, ich muss mal gucken, wo ich mich hier befinde. Ich will nicht unbedingt hier alles erforschen. Ich möchte mich eigentlich nur nach Dingens begeben. Segrasulp. Warte, die Karte ist hier unten. Ja, ich glaube, das sollte noch hinhauen. Warte mal, hier kann man einen Doppelkampf machen. Mit wem soll ich den denn machen, ehrlich gesagt? Ich glaube, ja, mit dem Baumfried und Melly. Melly werde ich noch kurz aufheilen. Muss auch sein. Ah, ich glaube, zwei Tränke sollten das hier machen. Ja, reicht. So. Und, ja, jetzt führen wir mal diesen Kampf hier. Die Pokémon meiner Schwester sind ganz schön stark. Also fang bloß nicht an zu weinen, wenn du verlierst. Bla, bla, bla. Ja, das ist sehr interessant. Und, ja, ich hatte vorhin recht. Also, es sind schon Geschwister. Genau. Tom und Uta. Wow. Ein Kind. Warum unbedingt ein Kind? Und warum hat dieses Kind schon Pokémon in so einem Alter? Haben alle Kinder so ein Ding mit so einem Alter? Warum bekomme ich keins? Ich will auch ein Pokémon haben. Mann, Mann, Mann. Was kann ich hier machen? Holzgeweih auf Wälzer auf jeden Fall. Denn ich muss dieses Ding hier loswerden. Und ich kann es auch loswerden mit Holzgeweih. Wunderschön. Bei Pelipper sollte ich jetzt mehr Probleme bekommen. Denn es ist auch ein Flug-Pokémon. Was eventuell ein Fehler war, Baumfried an der Front zu lassen. Mal gucken. Wir werden es jetzt wohl rausfinden. Nicht Flügelschlag, nicht Flügelschlag, nicht. Okay, Horta. 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 Oh. Seine Werte steigen. Das klingt ein bisschen gefährlich, aber YOLO. Mal gucken, wie viel Damage das anrichten wird. Ja, Hälfte war irgendwie klar. Oh, damn it. Oh, und Fessler. Ja, das ist ja behindert. Ja, wenn Horta einmal also, Horta erhöht ja die Werte. Ich glaube nur den Angriff und die Verteidigung stand da vorhin. Und wenn man einen Fessler einsetzt, zieht man zwar dem Gegner Damage, also man zieht dem, also ja, man macht dem Gegner halt Damage, also man fügt dem Gegner Damage hinzu, verdammte Kacke. Aber man verliert wieder seine gestiegenen Werte. Das ist ja behindert eigentlich. Ich meine, warum sollte man, warum, das ist einfach nur blöd, ne? Dann würde ich lieber zweimal Horte einsetzen, um die Werte aufsteigern zu lassen, verdammte Kacke. Und ja, danach würde ich einfach Attacken spammen, aber nicht in Fessel, Alter. Das, ich finde, taktisch gesehen ist so ein Move voll behindert. Das Schwimmen langweilt mich gerade, lass uns kämpfen. Ja. Wer bist du? Schwimmerin Ilona. Okay, klingt cool. Ich mag den Namen Ilona, klingt voll weiblich. Ich mag weibliche Namen. Oh, es gibt es auch. Naja, es gibt ja auch männliche Namen, die aber für Weiber sind. Sowas wie Kim. Kim kann ja männlich und weiblich sein. Und es gibt noch andere Namen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber es gibt Namen. Belassen wir es dabei. So, nochmal Drachentanz, weil wir sowieso nichts machen können, während dieses Weimar am Tauchen ist. Und warten ab, bis es da wieder auftaucht. Genau jetzt. Oh, das war blöd. Und jetzt Fressdrachenklaue. Bams. Und ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, ich glaube noch nicht. Der Hintergrund oder allgemein das Design, also dieses Design, das wir gerade hier sehen oder bewundern können, sieht eigentlich voll gut aus. Man merkt zum Beispiel, wo das Wasser tiefer wird und wo es halt nicht so tief ist. Also an den helleren Stellen kann man sich ja denken, dass es halt nicht so tief ist. Und an den dunklen Stellen kann man eben erkennen, dass man tauchen kann. Ne? Und ich finde dieses Detail irgendwie ganz nett. Ich glaube, sowas gab es in der Kalos-Region eben nicht, dass man halt so einen Unterschied erkennen konnte im Wasser. Hier aber kann man ihn erkennen. Und das ist auch gut so, denn gerade in diesem Spiel kann man ja auch Taucher einsetzen, was man in der Kalos-Region nicht machen konnte. So viel mal dazu.
Was wird die letzte Trainerin? Ja, ich hoffe schon, denn ich will nicht mit euch kämpfen. So. You. Du, sag mal, weißt du eigentlich schon Bescheid? Sag endlich, weißt du schon Bescheid? Nein. Okay, dann will ich dir mal in die Sache, nochmal. Okay, dann will ich dich mal in die Sache einweihen. Wenn du mittels Surfer mit einem Tohaido schwimmen gehst, bist du auf einmal super schnell unterwegs. Es ist ein tolles Gefühl, so durchs Wasser zu gleiten. Sowas wollte ich mir eigentlich für später aufsparen, also so ein Detail. Aber ich glaube, ich kann es dann an dieser Stelle mal sagen. Gewisse Pokémon sind im Wasser schneller als andere. Also man kann später zum Beispiel mit einem Walmart tauchen. Man kann dann auch logischerweise mit einem Tohaido tauchen. Und man kann sogar mit einem Kyogre tauchen. Und bei den drei herrscht dann eine... Also alle drei haben so eine unterschiedliche Geschwindigkeit im Wasser. Am langsamsten ist das Walmer. Und ich glaube, das Walmer ist halt wie alle anderen Wasser-Pokémon ganz normal von der Schnelligkeit. Also einfach ganz banales Tauchen. Kyogre ist ein bisschen schneller. Und Tohaido ist... keine Ahnung, was es ist. Es fliegt durch das Wasser, ja? Mit super krasser Geschwindigkeit. Also Leute, besorgt euch so ein Ding. Es lohnt sich, glaubt mir. Wenn man so ein Scheißding hat, das einfach durch das Wasser so krass gleiten kann, dann ist es einfach nur wunderschön. Und ich sollte die Kraftausdrücke auf jeden Fall unterlassen. Weil sowas gehört sich halt nicht, ne? Na Kinder, sowas gehört sich nicht. Sowas sagt man nicht. So, Schwimmer Yannick. Oh, Yannick mit J und nicht mit Y. Okay. Hat mich gerade ein bisschen verwundert, denn ich habe ja auch einen Freund, der Yannick heißt. Deshalb. Ich dachte mir so, hey, Yannick? Ich schreibe das manchmal so mit Absicht mit J, obwohl es mit Y geschrieben wird. Einfach um ihn ein bisschen zu sacken. Aber wenn man es jetzt so liest, ist auch irgendwie cool. Ja, stimmt. Da gab es eine Zeit lang, ich habe ihn so immer gefragt, warum wird dein Name mit Y geschrieben? Man spricht es ja mit J aus, ne? Yannick. Warum schreibt man das mit Y, ne? Überhaupt, der Buchstabe Y ist ein bisschen sinnlos, wie ich finde, aber... Naja, ich habe da nichts erfunden und ich will mich jetzt nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen, deshalb halte ich mal die Fresse hier. Und ich gehe schon viel zu weit raus aus dem Meer. So weit wollte ich eigentlich nicht rausgehen. Tentoxa, okay. Ne, ich glaube, ich werde hier jetzt alles mal sein lassen und mich dann nach Moosbach City begeben, denn ich glaube, ich bin hier schon viel zu lange. Ich wollte noch die Stadt erforschen. Und so einiges zeigen, aber ich glaube, daraus wird jetzt nichts mehr. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Also Stadt erforschen, glaube ich, sollte noch drin sein, aber ich glaube, ich werde nicht mehr in der Lage sein, die Arena-Kämpfe zu zeigen. Oder den Arena-Kampf zu zeigen. Das ist ein einziger Arena-Kampf, aber es sind zwei Arena-Leiter. Deshalb, ja. Habe ich überhaupt Top-Schutz aktiviert? Irgendwie ja schon, ne? Oder auch nicht, warte. Hä? Ich hatte doch vorhin Top-Schutz aktiviert, das macht gerade keinen Sinn. Egal, Gyarados oder Sklavi hat ein Item gefunden, mal gucken. Hypertrank, nice, really good. Baumfried werde ich wieder von der Front wegnehmen und Everglades ein bisschen kämpfen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine weiteren Pokémon im Wasser begegnen werden. Hoffentlich auf jeden Fall, denn ich habe keinen Bock mit denen zu kämpfen. Hab ja sowieso Top-Schutz an, also gehe ich mal davon aus, dass kein Pokémon auftauchen wird. So, wir zwei hatten bereits das Vergnügen. Da oben war ich ja schon. Hier gibt es dieses Haus hier. Und wenn wir weiter nach rechts schwimmen, werden wir nach Moosbach City angelangen. Was wir auch vorhaben. Yeah, das ging schnell. Gibt's ein Item? Riesenperle, okay. Ja, können wir durchaus verkaufen, gleichzeitig mit den Dingern. Also, ja, das klingt blöd, ne? Gleichzeitig mit den Dingern. Boah, das war kein guter Satzbau oder kein guter Satzanfang. Naja, passiert. Man lernt ja aus Fehlern. Und dieses Let's Play eignet sich hervorragend dazu, ne? Ich meine, hier kann man wirklich so einiges ausprobieren.
Auf jeden Fall, was die Sprache so angeht, ne? Ich meine, man kann da schon ein bisschen improvisieren und alles probieren, was man möchte irgendwie, ne? Ich meine, so im Real Life hat man ja keinen Gesprächspartner. Also ich auf jeden Fall rede nie mit meinen Kollegen Deutsch oder so. Ich meine, ich lebe ja auch in Luxemburg und da wird Deutsch nicht wirklich so oft verwendet. Also fast, nee, es wird gar nicht verwendet, also wirklich selten. Deshalb, ich komme wirklich nur bei diesem Let's Play zum Deutschreden und halt mit meiner Freundin, die auch Deutsch ist. Ansonsten aber verwende ich die deutsche Sprache nicht unbedingt oft. Aber die klingt mittlerweile ganz gut, wie ich finde, ne? Ich meine, habe mich da schon gut reingesteigert und habe mich auch dementsprechend gut verbessert, wie ich finde. Falls ihr mich von Anfang an schaut, dann wisst ihr, was ich meine. Denn am Anfang war es wirklich ganz, ganz schlimm. Wenn man es natürlich mit jetzt vergleicht, aber ansonsten, keine Ahnung. Also ich kann mir auf jeden Fall meine älteren Let's Plays nicht mehr angucken, ansonsten bekomme ich Krebs, Alter, das geht ja gar nicht. Nee, ich finde auf jeden Fall keinen Gefallen daran, mir meine eigenen Videos zu gucken. Auf jeden Fall die älteren, aber ja, ist halt Geschmackssache. Du, mein kleiner Bruder ist vielleicht einer, er sagt, er will die größte Geheimbasis von allen finden. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, was die Leute mit diesen Geheimbasen haben. Ich habe absolut keinen Fetisch mit diesen Dingern. Naja, ich mag so einiges an Hohen und Geheimbasen zählen auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt dazu. Das war ein netter Zusatz, würde ich mal so sagen, aber es war jetzt nicht so großartig. Ich meine, wenn ich sowas zocken möchte mit keine Ahnung, also so Sachen, wo man halt sein Haus umgestalten kann und Dekos und so Sachen, dann zock ich lieber Animal Crossing oder so. Ich meine, da hat man wirklich auch das ganze Potenzial zur Auswahl. Man hat so eine ganze Stadt, man hat alles, man hat Freunde, man hat, keine Ahnung, eine Ausrüstung, so eine Schaufel, so eine Angel und ja, hier gibt es eigentlich auch, ne? Also eine Angel und so. Oha, Pokémon könnte glatt Animal Crossing sein. Ah, okay, ich sehe schon. Pokémon, glaube ich, wagt sich jetzt in diese Richtung, ne? So mit Animal Crossing und so. Ja, ich laber scheiße, wie gesagt. So, kurz einkaufen. Ich werde mir ein paar Sachen hier gönnen. Ne, Hypertrank habe ich genug. Oh, Topschutz noch zweimal. Zweimal, zwölfmal, Alter. Zweimal reicht doch niemals aus. So. Und, raus hier. So, noch kurz mal hier gucken. Hier gibt es noch Menschen und bla bla. Vom Raumfahrtzentrum auf der Insel aus werden große Raketen gestartet. Ja, die Raketen. Die sind ganz cool. Mein Mann kennt nur eine Maßeinheit und die heißt Pokeregel. Achso, ja genau. Ich glaube, er kann irgend so eine Kacke bestimmen. Oh, dein Zoompex. Es mag dich ungefähr so sehr, wie es Poke-Regel mag. Nein, es mag dich sogar ein kleines bisschen mehr als Poke-Regel. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist vorbildlich. By the way, wenn ich schon hier bin, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Pokémon-Demo-Version von diesem Spiel, hatte in dieser Stadt hier gespielt. Also hat sich in dieser Stadt hier abgespielt. Also wirklich komplett, die ganze Demo lief hier ab, in dieser Stadt hier. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die Demo-Version anzuzocken und zu let's playen, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich glaube, das hätte schon einige Zuschauer auf meine Seite gebracht, denn ja, so eine Demo kommt. Ich glaube, es wäre wirklich gut angekommen und es hätte auch die Leute dann überzeugt, sich das Let's Play später bei mir anzugucken. Aber ich kam nicht dazu, ne? Das Lustige an der Sache ist, ich bin extra zu meiner Freundin hingegangen, also nach Deutschland, um mir diesen Code zu besorgen, also nicht unbedingt Code, aber ich bin halt zu so einem McDonald's hingefahren, wo man sich das Spiel sofort runterladen konnte. Und ich hatte das Spiel am ersten Tag, also die Demo-Version auf jeden Fall, und hatte dann vor, so ein Let's Play davon zu machen, aber irgendwie, ja, ging's halt nicht. Also, ich glaube, ihr solltet bereits erfahren haben, dass ich mehrere Probleme hatte mit der Technik und mit dem Audio. Und hast du nicht gesehen? Weshalb ich nicht wirklich das Let's Play aufnehmen konnte. Ja?
Und danach hatte ich auch keinen Bock mehr drauf, denn ich war einfach voll angepisst, dass einfach gar nichts ging. Also allgemein, der Besuch bei meiner Freundin war wirklich, ja, nicht gut, würde ich mal so sagen. Ja, es sind halt viele Sachen passiert, die sich wirklich nicht gut abgespielt hatten. Und ja, ich war dann auch nicht unbedingt begeistert von der ganzen Sache. Ich war auf jeden Fall sehr froh, als ich wieder zu Hause war. Sagen wir es mal so. Da ging es wieder ganz normal. Ach ja, Deutschland ist gefährlich, Leute. Deutschland ist sehr, sehr gefährlich. Da passieren Sachen und so. Und Bloody findet das Item Beleber. Wunderschön, das ist sehr gut. So, noch raus hier. Ja, die Demo hatte sich halt in der Stadt hier abgespielt. Und man muss halt so kleine Missionen machen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer die Demo bereits mal gezockt hat oder angezockt hat, wer nicht. Falls nicht, habt ihr euch bestimmt so ein Let's Play davon angeguckt von irgendeinem anderen Let's Player. Und dann wisst ihr vielleicht mehr oder weniger Bescheid, was in so einer Demo halt passiert ist. Ich fand's ein bisschen cool, denn man muss ja die ganze Zeit Missionen erfüllen. Ich kam mir so vor wie ein Pokémon Ranger, der die ganze Zeit irgendwas machen musste. War auf jeden Fall eine nette Erfahrung. So mit Pokémon und diesem Ranger-Prinzip. Also ich fand's schon ein bisschen cool eigentlich. Hat man aber hier nicht mehr übernommen, logischerweise. Denn ja, es war nur so eine Demo, um das Spiel ein bisschen zu zeigen und was es alles so Schönes gibt. Und by the way, in der Demo konnte man dann noch so ein Mega-Pokémon erhalten. Also entweder so ein... Nee, ich glaube bei uns war es wirklich nur das eine... wie heißt denn das jetzt? Phenontor. Genau, das bekam man auf Level 40 und das kann man sich dann auf dieses Spiel hier rüber tauschen. Und das werden wir auch später tun. Ich weiß aber nicht, ab wann man das tun kann, ehrlich gesagt. Ich werde es mir später nochmal angucken. Vielleicht weiß ich dann mehr. Nee, warte, habe ich das überhaupt noch drauf? Ich glaube, ich habe die Spezialedition gar nicht mehr drauf. Ich muss ja meinen DS formatieren. Ja, ich glaube, ich muss die Demo nochmal neu zocken, wenn ich mein Phenontor bekommen möchte. Ah, das ist ja blöd. Egal, unwichtig. Sowieso, was soll ich mit einem Phenontor anfangen? Mit einem Mega-Phenontor? Keine Ahnung, ist jetzt nicht so meins. Und ich bekomme einen Sonnenstein. Wunderschön. Ja, das Raumfahrtzentrum wurde auch ein bisschen erweitert, wie ihr sehen könnt. Also da hat sich wirklich einiges getan seit dem Originalspiel. Was ich voll cool finde. Hat man wirklich gut gemacht. Denn ich glaube schon damals wollte jeder irgendwas hier sehen. Jeder von uns dachte sich so, warum kommt hier nichts? Warum gibt es dieses Raumfahrtzentrum, wenn es hier gar nichts gibt? Hier gibt es nichts, hier passiert auch nie was. Auf jeden Fall nicht in Rubin und Saphir. Im Smaragd ist was passiert, aber ja, das war dann Nebensache irgendwie. Und man wollte einfach irgendwie, dass was passiert. Halt mit dem Weltall, mit dem Mond. Ich hab keine Ahnung. Irgend so eine Sequenz mit Deoxys auf dem Mond. Also auf jeden Fall war das bei mir halt mein Standardgedanke. So ein Kampf mit Deoxys auf dem Mond. Das war für mich so immer das Highlight. Was ich mir unter diesem Raumfahrtzentrum vorstellen konnte. Und ich wollte es unbedingt gerne im Remake sehen. Und es ist auch fast so eingetreten. Wie sie es gemacht haben, werdet ihr dann wohl später erfahren, falls ihr das Spiel selber noch nicht gezockt habt. Ich glaube aber, dass die meisten bereits wissen, was kommen wird, denn... Ja, ihr seid kleine Schlingel, würde ich mal so sagen, denn... ja, ihr lasst euch gerne spoilern, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, und deshalb wisst ihr, glaube ich, jetzt bereits, wie dieses Event stattfinden wird, wo stattfinden wird und wie es aussieht vor allem. Warum habe ich meine Pokémon aufgeheilt? Ich habe keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gesehen habt, freut euch darauf, denn es wird geil. Ich habe selber noch nicht ganz gesehen. Ich habe nur so kleine Ausschnitte gesehen, da ich mich nicht wirklich ganz spoilern lassen wollte. Und ja, ist auch gut so. Also, je weniger ich mich spoilern lasse, desto besser ist es, denn dann habe ich auch was vom Spiel, ja. Ansonsten, Leute, das war es leider schon von mir. Ich hoffe, dieser kurze, knackige Part hat euch gefallen. Ob er kurz ist, sei mal dahingestellt. Also vom Zeitgefühl her, denke ich, ist es, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieser Part hier.
Und wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr mich und dieses Video gerne mit einem Daumen unterstützen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch riesig freuen, denn das motiviert mich halt, weitere Parts aufzunehmen und über Stoff zu labern. Ja, und ihr könnt mir dann gerne auch Sachen mal so vorschlagen. So, Bladi, was denkst du hiervon und hiervon? Und hast du nicht gesehen? Dann kann ich euch mit, also in meine Videos hier einbinden. Und dann können wir so ein bisschen mehr miteinander interagieren, ja? Ich meine, ihr seid ja meine kleine Community. Und ich mag euch und ich will dann auch gerne, ja, irgendwas mit euch zusammen machen. Ja, sagen wir es mal so. Ansonsten, Leute, ich laber Scheiße. Wir hören uns im nächsten Part an dieser Stelle wieder. Ich sage tschüss, danke fürs Zusehen. Euer Bladius.